Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 224. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein wunderbares Wort und dass du jeden Tag durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, wir möchten tun, was recht ist in deinen Augen. So bitten wir dich, dass du unsere Augen öffnest für die Wahrheit in deinem Wort, dass wir sie tun können. Durch deine Kraft im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 5. Mose 21. Es ging gerade um die Frage, was getan werden soll, wenn ein Toter gefunden wird, ohne dass man den Mörder kennt. Nun geht es weiter in Vers 10. Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deine Hand gibt, so dass du von ihnen Gefangene heimführst und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel abschneiden. Schneiden. Und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Ehe nehmen, dass sie deine Frau sei. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs zum Geld verkaufen, sie auch nicht als Sklaven behandeln, weil du sie geschwächt hast. Ohne Frage sehen wir hier einen Sachverhalt, der weit unter dem ist, was Gott sich als Ideal für die Ehe vorgestellt hat und wie es auch in 1 Mose 1 und 2 uns zeigt. Wir sehen hier, dass Gott auch in diesen Geboten, die zu dem alten Bund gehören, auf die Situation der Menschen eingeht, sie dort abholt, wo sie sind, um ihnen in den Gegebenheiten ihres Lebens, den Gewohnheiten, die sie haben, erst einmal klare Prinzipien beizubringen über Gerechtigkeit und über ja, das Wesen, wie er ist, um sie dann Stück für Stück immer weiter hinzuführen zu dem, was er sich eigentlich in allen Lebensbereichen als ideal wünscht. Das sehen wir auch jetzt in dem nächsten ja, Gesetz. Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er liebt, und eine, die er verschmäht, und sie ihm Söhne gebären, beide, die Geliebte und die Verschmähte, und wenn der Erstgeborene von der Verschmähten ist, und die Zeit kommt, dass er seinen Söhnen, seinen Erbesitz als Erbe austeilt, so kann er nicht dem Sohn der Geliebten vor dem Erstgeborenen Sohn der Verschmähten das Erstgeburtsrecht verleihen, sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, anerkennen, indem er ihm von allem, was vorhanden ist, zwei Teile gibt. Denn dieser ist der Erstling seiner Kraft, und das Recht der Erstgeburt gehört ihm. Gott möchte hier nicht sagen, dass er das Prinzip aus dem Garten Eden von einem Mann und einer Frau aufgehoben hat. Und das ist jetzt, er ist, ich wünsche, dass wir zwei Frauen haben. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass wenn es sowieso eine solche Situation gibt, wie soll dann verfahren werden? Gott gibt also auch Prinzipien der Gerechtigkeit, die zum Tragen kommen, wenn man ohnehin schon in einer vertragten Situation ist, die weitaus äh, suboptimaler ist als das, was Gott sich äh, gewünscht hat. Gott ist auch in der Lage, uns dann noch zu führen, wenn wir uns durch Sünde in schwierige Situationen, falsche Situationen gebracht haben. Er kann uns auch dann wieder Stück für Stück herausführen. Wenn jemand einen widerspenstigen Sohn, einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen seine Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen, und zu dem Tor jenes Ortes, und sie sollen zu den Ältesten jener St seiner Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Hier sehen wir auch, dass ein Aspekt dieser ähm, manchmal sehr klaren, sehr deutlichen für unser äh, modernes empfinden manchmal auch sehr krassen Gebote, auch darin bestand, eine gewisse Abschreckung vorzunehmen, ähm, dass Sünde sich nicht leicht verbreiten kann, sondern dass ähm, die Menschen auch verstehen, dass so etwas nicht geduldet werden kann im Volk Gottes. Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. Und hier mitten, inmitten dieser Gebote und Gesetze finden wir wieder einen Schatz, eine Perle bezüglich des Evangeliums. Denn Jesus ist am Holz gewesen er hing am holz damit ist deutlich dass er den tatsächlichen fluch für uns getragen hat jesus ist für uns zum fluch geworden damit wir den fluch nicht erleben müssen du sollst nicht zusehen wie das rind oder das schaf deines bruders irre geht und du sollst dich ihnen nicht entziehen sondern du sollst sie deinem bruder unbedingt wieder zurückbringen wenn aber dein Bruder nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, dass sie bei dir sein, bis dein Bruder sie sucht, und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Das sollte also keine Haltung sein im Sinne von, ist mir doch egal, sondern man sollte sich interessieren und auch kümmern für die Belange anderer, selbst wenn man sie nicht gut oder gar nicht kannte. Ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen. Und so sollst du es mit seinem Gewand machen. Und so sollst du es mit allem Verlorenen machen, das dein Bruder verliert und das du findest. Du kannst dich ihm nicht entziehen. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Auch heute sollten wir die Augen offen halten, ob wir jemand anderem mit seinen Dingen, die ihn betreffen, helfen können um so ein Licht zu sein für Gott in dieser Welt. Lasst uns auch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke für diese Gebote in fünfte Mose, die uns zum einen zeigen,